Ich wollte mal kurz über die feine Linie zwischen Hyperfokus bzw. richtig Bock und Druck sprechen. Und zwar anhand von einem sehr kleinen Beispiel, einem sehr aktuellen Beispiel. Ihr seht, ich bin viel im Gartenarbeitsmodus. Ich mache also super viel in diesem riesengroßen Garten, der zu meinem Haus gehört. Und es ist ja eh schon ein bisschen zu aufregend für mich in meinem Kopf, ne? Aber weil so viele Möglichkeiten, ich könnte an jeder Ecke irgendetwas machen, ich könnte überall rupfen, schneiden, all die Sachen, die ich machen will. Ich bin ein bisschen wie in so einem Spielzeugladen. Das ist nicht so irre vorteilhaft für jemanden wie mich. Also macht es Sinn, sich das ein bisschen aufzuteilen. Auch das macht für Neurospicy-Leute, das habe ich neulich in einem Video gehört, wie jemand seiner, naja, neurodivergente Familie, ich glaube, seine Frau ist ADHSlerin und sein Sohn ist Autist, Neurospicy genannt hat. Das ist ziemlich lässig. Also für Neurospicy-Leute oder auf jeden Fall für mich ist ja dieses ganze große Chaos und eine Welt voller Möglichkeiten eh so ein bisschen kompliziert, weil das zu viel ist, weil wir nicht oder weil ich nicht unterscheiden kann zwischen, das ist wichtig, das ist nicht wichtig, das möchte ich aber machen, oder ich kann sogar unterscheiden zwischen, was wichtig ist und was unwichtig ist, möchte aber trotzdem die Sache, die unwichtig ist, lieber machen. Fakt ist also, ich habe einen riesigen Garten hier, auf den ich richtig Bock habe. Das ist, kann mein Hobby for life sein, es bringt mich runter und so weiter und so fort. Ich habe aber von nichts eine Ahnung und ich mache Sachen sehr impulsiv. Wenn ich also Sachen schneiden will, schneide ich die einfach ab, egal ob gerade eine gute Zeit ist dafür oder nicht. Und deswegen habe ich beschlossen, auch weil ich da so Lust drauf habe und das ja mein neues Hobby quasi ist, das super geordnet anzugehen. Und das ist ja was, was Neurospicy-Leute auch gerne mögen und vor allem ADHSler, wenn die erstmal so ein Ding haben, so ein Hobby, dann ist da kein Chaos drin. Dann kauft man viel zu viel Scheiß, um Sachen geordnet zu halten. Und ich habe meine eigene Gartenschere gekauft, damit Christoph die nicht immer kaputt macht oder verbummelt. So sind wir, ne? Sprich, wenn wir uns also reinfuchsen, dann kann das ein bisschen zu viel werden. Und mein Plan ist jetzt, eigentlich habe ich mir just vor einer Minute dachte ich, vielleicht mache ich so ein Gartenbuch. Einfach so ein dickes Notizbuch, in dem ich mir, dass ich irgendwie in 12 Teile unterteile, für jeden Monat ein. Ich habe mir gestern noch irgendwo, wo liegt denn das? Ach, jetzt mache ich nachher aus Versehen Werbung, sogar so ein Buch gekauft, wo drin steht, das Kalender, das Gartenjahr oder so, wo drin steht, was man jeden Monat machen muss. Das Problem ist nur, dass ich das nicht lese. Ich dachte, ich würde es lesen, aber es ist ein dickes Buch, es ist sehr, sehr detailliert. Ich wette, es ist super cool, aber es überfordert mich. Also habe ich beschlossen, mein eigenes Gartenbuch zu machen und ich würde mir also einen Notizzettel nehmen oder ein Notizbuch und das in 12 Monate teilen und dann einfach je nachdem, was jetzt im aktuellen Monat, wie so ein Tagebuch quasi, los ist, google ich ja eh 1000 Sachen. Gestern habe ich hier so ein Beet freigeräumt und bin an 1000 Gewürzen vorbeigekommen und muss da ja auch erstmal googeln, sind die winterhart, ja oder nein, muss man die schneiden, wann muss man die schneiden und so weiter und so fort. Wenn ich das also eh google, weil ich gerade Bock habe, und das ist ja der relevante Teil, kann ich es genauso gut aufschreiben. Der erste Teil ist also, glaube ich, eine wirklich schlaue Idee, dass ich einfach das Wissen, was ich eh habe und sammeln werde, wie ein Monk, man darf Monk nicht mehr sagen, stimmt's? Wobei das, ihr wisst schon, dann kann ich ja genauso gut aufschreiben, so weit, so gut, so weit, so sehr viel gut. Aber, und deswegen mache ich dieses Video, danach habe ich mir sofort überlegt, ja, aber was ist, wenn ich das zu detailliert führe, zu genau, wenn mir das dann zu groß wird, wenn ich mir das selber zu groß mache, wenn ich dann jeden Scheiß da einschreibe, wenn ich abends nicht mehr ins Haus gehen kann, ohne vorher mein Gartentagebuch geführt zu haben. Leute, die nicht so neurospicy sind, lachen jetzt vielleicht ein bisschen, aber ich wette, unter euch sind Leute, die sagen, ey, ich kenne das, ich finde dann einfach kein Ende. Und dann übertreibt man es eben so sehr, dass man wieder zu viel Energie da reinfließen lässt, die man an anderer Stelle eigentlich braucht. Und das ist so ein bisschen die Krux, dass ich jetzt denke, entweder mache ich es richtig geil, denn den ganz normalen Weg, nämlich ein Buch lesen, in dem, ich kann es ja auch zeigen, so wurscht. Das sah also auch hübsch aus von außen. Unbezahlte Werbung, das habe ich gekauft. Das sah schön aus, machte Sinn und da drin sind, ich gucke gerade zum ersten Mal rein, da sind auch schöne Bilder, sind mehr Bilder, als ich dachte. Was im April zu tun ist. Siehst du schon wieder voll abgelenkt? Jetzt will ich das doch lesen. Ihr versteht, was ich meine. Ich wollte nur von diesem Struggle berichten, dass man nie so ein gutes Mittelmaß findet. Mittelmaß ist wirklich schwierig. Entweder ballert's uns so ins Herz oder in den Kopf und wir haben so Bock und so Dopamin, dass all unsere Energie, von der wir gar nicht so wahnsinnig viel haben, da reinfließt. Und selbst wenn man davon dann ausgebrannt ist, ist es irgendwie eine geile Ausgebranntheit. So eine, ja Mann, ich habe mich hart befriedigt. Wie nach so einer, ich möchte keine sexuellen Beispiele nennen.
Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann eben aber auch die Erschöpfung und in der Zeit keine Wäsche waschen, weil man so im Fokus ist mit Aufschreiben und wann und ich gehe durch den Garten und dann habe ich diese App entdeckt, die kennt ihr schon, ich kannte die auch schon, wo man seine Pflanzen kategorisieren und fotografieren kann und so. Alter, allein da drin könnte ich wahnsinnig werden. Und das nervt mich. Mich nervt so ein bisschen, dass ich sogar, wobei der Vorteil ist, dass ich das inzwischen entdecke, dass ich an mir sehen kann, ah, jetzt ist wieder so ein Moment, du willst richtig steil gehen. Wenn du aber richtig steil gehst, wirst du für nichts anderes mehr Zeit haben. Ich habe gestern meinen Mann gar nicht gesehen, einfach nur, weil ich so viel Gartenarbeit gemacht habe. Ich hatte gar keinen Nerv, mit dem zu reden. Ich war wie in so einem Rausch. Und das, da so ein Mittelding zu finden, finde ich schwierig. Und ich teile es euch nur mit, weil es mir just in diesem Moment gerade passiert ist und ich genau diese Gedanken hatte. Hin und her gerissen sein zwischen, mache ich so ein Notizbuch. Und ihr wisst ja, ich meine, wenn ihr auch ein bisschen seid, dann wisst ihr das. Das hört nicht auf bei, mache ich ein Notizbuch, sondern die erste Frage ist, was für ein Notizbuch? Wenn das fortwährend aber in Monaten ist, müssen das nicht Loch-Ring-Dinger sein, damit man die Seiten wechseln kann. Wie soll das aussehen? Ich hätte ein eigenes Gartenbuch. Wie will ich, dass das von außen aussieht? So, das ist niedlich und lustig von außen, aber gleichzeitig mein Gehirn nimmt jeden fucking Weg, der sich bietet. Könnte man dahin gehen, jammern und dann verlaufe ich mich da ohne Ende. Ihr seht, wozu all das geführt hat. Ich dachte, ich will ein Jahresgartentagebuch führen mit Sachen, die ich persönlich in meinem Garten tun muss und wie man die machen muss und mir auch aufschreiben, wie ich sie gemacht habe, denn ich vergesse das. Vor einem Monat habe ich Jasmin gegoogelt, jetzt weiß ich nicht mehr, wann man den wie beschneiden muss. Dafür macht es also totalen Sinn, aber meine enorme Detailverliebtheit könnte dafür sorgen, dass ich das hart übertreibe. The struggle is real. Lasst mich wissen, ob es euch auch so geht und ob es da vielleicht irgendwie eine Hilfe gibt. Ich habe ja sonst immer gute Tipps, aber jetzt bin ich gerade gar nicht so sicher, ob ich mich da ergeben soll oder nicht oder wie ich einen guten Mittelweg finde. Ein guter Mittelweg nur zum Schluss ist übrigens, dass wir hier Punkt 18 Uhr läuten bei uns die Kirchenglocken, denn so sind wir. Und das nutzen wir als offizielles Feierabendzeichen. Egal wie viel Fun wir hier gerade im Garten haben, wenn die Glocke läutet, gehen wir rein. Christoph kocht, ich mache Yoga. Und danach kann wieder jeder machen, was er will. Aber das hilft zum Beispiel schon mal. Ich pflanze jetzt Nägel. Ciao. So geil, wie ich dann den eigentlich recht relevanten Teil mit dem Druck in dem Video weggelassen habe. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass selbst wenn ich es so durchziehe und Sachen richtig cool geordnet mache und dann weiß in jedem Monat, was ich machen muss, dann kann ich das eben ab dem Moment auch nicht mehr als Hobby sehen, sondern es ist sehr wahrscheinlich, dass dann von der Erschöpfung und der Zeit, die man investiert und so vollkommen abgesehen, dass dann auch wegen der Zeit, die man investiert und der Kraft, die man investiert, Druck entsteht, den ich mir selber mache, nach dem Motto, ja, jetzt hast du es aber auch angefangen, jetzt musst du es durchziehen, dann werde ich vermutlich jeden Monat mehrfach da reingucken und mich schlecht fühlen, wenn ich irgendwas nicht beschnitten oder gedüngt oder irgendwie sowas habe, obwohl ich gar nicht muss. Ich habe dieses Grundstück gekauft, weil es super wild ist. Also das darf von mir aus so bleiben. Keine dieser Arbeiten muss gemacht werden. Aber wenn ich erstmal anfange, das richtig ordentlich zu machen, dann werde ich meine eigene strenge Lehrerin und baue in mir selber Druck auf, der dann fast den Fun nicht mehr wert ist. Das ist der eigentliche Struggle. Sorry, dass ich erst am Ende darauf gekommen bin. Habe ich schon darauf hingewiesen, dass ihr mich für diese sehr wirren Gedanken auch unterstützen könnt? Ihr könntet eine Mitgliedschaft hier bei YouTube einfach abschließen und ihr bekommt dafür nichts. Ich will ehrlich sein, es gibt keine extra Nacktfotos von mir oder Spezialvideos, sondern es wäre einfach nur ein Zeichen von Danke für die Aufklärung. Und wisst ihr was, wenn ihr das nicht machen wollt oder die Kohle nicht habt, dann macht ihr es einfach nicht. Ihr könnt ja trotzdem die Videos weitergucken. Ciao!